Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde immer wieder gefragt, welche Stifte ich eigentlich beim Handlettering lernen empfehle. Meine Antwort ist dabei ganz häufig die Edding Brush Pens. Ich habe sie auch schon hier. Und warum das so ist, das möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen und erklären. So, hier haben wir einmal unsere Edding Brush Pens in dem einfachen 10er Set. Und als erstes möchte ich dir jetzt einmal zeigen, wie groß diese Pinselspitze eigentlich ist. Vor allem im Vergleich zu anderen Brush Pens. Also habe ich jetzt einmal das Orange, das mache ich mal eben auf und zeige dir hier einmal die Pinselspitze und daneben im Vergleich einmal ein kleiner Tombow Fudo Nosuke mit einer wirklich kleinen feinen Spitze und als Klassiker nochmal dann die großen Tombow Dual Brush Pens mit der wirklich großen flexiblen Pinselspitze. Nur dass du einmal siehst, wie unterschiedlich die Stiftspitzen eigentlich sind. Und ich werde jetzt hier auch einmal einen kleinen Vergleich aufmalen. Also starten wir einmal mit der kleinen Pinselspitze und machen mal unsere typische Übung. Dann nehmen wir den Edding Brush Pen als nächstgrößere Möglichkeit. Und dann noch einmal den wirklich großen Tombow. Und so hast du die drei Stiftgrößen noch einmal im Vergleich und siehst, was der Edding Brush Pen eigentlich für eine Größe hat und was es eben bedeutet, wenn ich sage mittlerer Brush Pen. Und dann möchte ich dir einmal das Verhalten des Brush Pens noch einmal zeigen. An den typischen Strichstärkeübungen, die man immer so macht, damit du einmal ein Gefühl dafür kriegst, wie der Stift sich so verhält. Also wenn ich jetzt hier diese typischen Übungen einmal durchgehe, also hier mal so einen Ab- und Aufstrich mache oder das Ganze auch umgekehrt. Du siehst, die Spitze ist schön flexibel. Man hat hier die feinere Strichstärke und hier die dickere. Und auch einen schönen gleichmäßigen Farbauftrag. Das können wir auch nochmal in ein paar Buchstaben ausprobieren. Und wie du siehst, das klappt alles wirklich gut und der Stift ist wunderbar für das Handlettering geeignet. Du musst natürlich nicht immer dieses typische Brushlettering-Alphabet schreiben, wo alles ineinander übergeht und geschwungen ist. Man kann mit den Stiften natürlich auch relativ geradlinig malen und dann beispielsweise solche Buchstaben schreiben oder malen. Ich verwende hier trotzdem noch die verschiedenen Strichstärken ganz gerne. Habe aber trotzdem ein relativ geradliniges Alphabet. So, wenn man Lust hat, kann man hier natürlich noch die Abstriche extrem verstärken. Dann bekommt das Ganze wieder einen anderen Look. Auch das ist natürlich wunderbar möglich. Und damit du noch einmal siehst, wie sich die Farbe so verhält, wenn man sie jetzt beispielsweise zum Kolorieren einsetzen würde, mache ich dir hier einmal noch so eine kleine Farbfläche. Und du siehst schon, wenn man wirklich die frische Farbe aneinander malt, bevor sie getrocknet ist, dann hast du auch einen super gleichmäßigen Verlauf bzw. eine super gleichmäßige Fläche mit der gleichen Farbe. Das heißt, auch zum Ausmalen ist der Stift super geeignet. Ich persönlich benutze den aber eben nur für das Handlettering.
Bevor ich dir verrate, ob und warum ich das Ganze für Anfänger empfehle, möchte ich einmal auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der Edding Brushpens zu sprechen kommen. Was mir an den Stiften eben super gefällt, ist, dass du in diesem einfachen 10er-Set, was es ja typischerweise ist, erstmal verschiedene Farben hast, schon mal zum Ausprobieren. Natürlich auch schwarz, so der Klassiker, mit dem man gerne anfängt. Und das ganze Set eben für knapp 10 Euro meistens zu haben ist. Was bedeutet, ein einzelner Stift kostet ungefähr 1 Euro. Das ist ja in der Brushpen-Szene wirklich ein guter Preis. Und du kriegst dafür einen Stift, der relativ robust ist, eine schöne Pinselspitze hat, aber eben noch nicht zu weich ist. Und damit ja, hast du dann eben einen guten Einstieg. Und genau das ist auch der Grund, warum ich diese Stifte tatsächlich für Anfänger immer wieder empfehle. Der Stift verzeiht es auch mal, wenn man den einen oder anderen Fehler macht und nicht die perfekte Strichrichtung erwischt oder eben auch Papier benutzt, was nicht zu glatt ist. Wobei ich an dieser Stelle gleich sagen muss, dass du das auf jeden Fall für dich gleich richtig machen solltest, dass du dir glattes Papier kaufst, denn umso länger werden deine Pinselspitzen einfach halten. Die einzige Farbe, die mir in diesem Grundset eigentlich fehlt, wäre ein schönes helles Grau. Vielleicht so wie hier bei dem Tombow dieses Grau oder sogar noch heller. Das ist für den Anfang immer relativ cool, weil man dann ganz einfach so ein paar Schattierungen machen kann an seinen Buchstaben. Und es immer sofort einen ziemlich schönen Effekt gibt, den du jetzt in dem Standard 10er Set natürlich nicht drin hast. Aber man kann zum Anfang ja auch nicht alles haben. Und ja, deshalb finde ich nach wie vor, ist das ein schönes Set zum Starten. Außerdem möchte ich dir gerne noch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar kannst du bei diesen Edding Brushpens die Pinselspitze tauschen, was ziemlich cool ist. Denn wenn du jetzt deinen Stift länger verwendet hast, hier habe ich noch das Rot, und die Pinselspitze vielleicht doch mal so ein bisschen ausfranst, weil du entweder auf falschem Papier geschrieben hast oder ja, vielleicht ein bisschen zu wild mit deinen Handletterings warst, dann hast du das Problem, dass die Spitze am Ende ein bisschen ausfranst und die Aufstriche vielleicht nicht mehr ganz so sauber sind. Dann kannst du bei den Edding Brushpens Folgendes machen. Du schnappst dir eine Pinzette und nimmst dir ganz vorsichtig die Pinselspitze da einfach raus. Das werde ich jetzt einmal machen hier. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich in roter Farbe duschen. So. Und wie du siehst, hat die Spitze auf der Rückseite nochmal eine Pinselspitze. Das heißt, wir können das Ganze jetzt einfach drehen und wieder einstecken und haben quasi eine nagelneue Spitze. Das werde ich jetzt auch einmal tun. So, hier muss man dann natürlich aufpassen, dass man beim Wiedereinstecken der Spitze nicht direkt die Fasern wieder umknickt und seine neue schöne Pinselspitze kaputt macht. Deswegen versuche ich die immer möglichst weit unten anzufassen, dann vorsichtig wieder einzustecken. So, jetzt haben wir das Ganze gedreht und plötzlich haben wir wieder eine ganz neue Pinselspitze, die absolut akkurat funktioniert und praktisch wie am ersten Tag ist. Und wenn man das Ganze mal bedenkt, kannst du damit deine Lebensdauer der Brushpens quasi verdoppeln und die Stifte sind umso mehr für Einsteiger geeignet. Ich finde den Trick relativ cool und wenn du dich ein bisschen eingegroovt hast, dann probier das gerne mal aus. Und es ist so, als hättest du ein neues Stifteset gekauft. Jetzt möchte ich dir noch einmal zeigen, wie du mit den Edding Brushpens Verläufe machen kannst. Das ist ja auch immer eine nette Sache, sobald man ein bisschen den Einstieg ins Handlettering gefunden hat, möchte man dann auch gerne Farben ineinander verblenden und Verläufe erzeugen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das mit den Edding Brushpens funktionieren kann. Die erste Möglichkeit ist relativ simpel und zwar wäre das einfach ein monochromer Farbverlauf. Das probieren wir jetzt mal aus, wie gut das mit den Stiften klappt. Ich schreibe dazu einfach mal
ein M. So, und du siehst schon, dadurch, dass ich jetzt eine recht saubere Strichführung hatte, ist hier oben schon etwas mehr Farbe gelandet und unten, wenn man dann weiter unten innerhalb des Striches ist, etwas weniger. Das ergibt schon so einen ganz dezenten Verlauf, was ich auch immer relativ cool finde. Und was du jetzt machen kannst, ist, dass du von hier oben neu ansetzt und auf jedem Abstrich immer wieder ein bisschen Farbe aufträgst. Das mache ich jetzt mal öfter und idealerweise macht man das auch recht schnell hintereinander, damit die Farbe gar nicht erst eintrocknen kann. Und wie du siehst, verstärke ich jetzt nach und nach diesen Effekt, sodass hier oben das Orange immer dunkler wird und ich wirklich so einen kleinen Verlauf innerhalb dieser Farbe bekomme von dunkel zu hell. Das kann man ziemlich stark übertreiben, bis dann irgendwann das Papier anfängt auszufransen. Aber wie du siehst, habe ich jetzt echt mit nur einer Farbe bereits schon so einen echt schicken Farbverlauf erzeugt. Das finde ich immer ziemlich cool. Dann möchte ich dir einmal die zweite Möglichkeit zeigen. Und zwar bleiben wir mal in dieser Farbwelt und nehmen jetzt mal Orange und Rot. Haben wir auch die Möglichkeit, unsere Farben quasi auszutauschen. Wir könnten jetzt beide Pinselspitzen aneinander halten. Das wird auch immer gerne gemacht und empfohlen. Das funktioniert auch. Sprich, ich könnte jetzt die Spitzen aneinander halten und jeweils die andere Farbe aufnehmen und dann mit meinem Orange beispielsweise weiterlettern. Das kann man gut machen, wenn man sonst keine Hilfsmittel hat. Ich persönlich bin dabei nicht so der Fan von und finde es auch nicht so gut kontrollierbar. Schöner ist da die Möglichkeit, dass du deine dunklere Farbe, in diesem Fall das Rot, auf einer glatten Oberfläche abgibst. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Teller. Du kannst dafür auch jeglichen glatten Untergrund benutzen, Alufolie, Plastik, Porzellan. Das funktioniert alles wunderbar. Und es ist auch unproblematisch, da die Stifte ja auf Wasser basieren und du sie damit auch einfach wieder auswaschen kannst. So, und jetzt gebe ich hier einfach ein bisschen Rot auf den Teller ab, dass wir da richtig ein bisschen Flüssigkeit haben. Das quietscht auch ganz wunderbar. Und werde das jetzt mit meinem Orange wieder aufnehmen. Das heißt, ich halte den Stift schon mal so, wie ich ihn gleich benutzen werde und versuche jetzt die Farbe echt ebenfalls wunderbar quietschend wieder aufzunehmen. So. Und wenn ich jetzt anfange zu schreiben, dann kommt erst die aufgenommene Farbe durch, das Rot, und geht dann langsam in das Orange des Stiftes über. Und das probieren wir jetzt einmal aus. Und wie du siehst, fängt unser Haar hier relativ rot an und nach wird das Ganze dann immer oranger. Und wenn ich jetzt noch weiter schreiben würde, siehst du, dass sich dann am Ende wieder das Orange komplett durchsetzt. Und hier am Ende sind wir dann fast wieder in unserer ursprünglichen Farbe angekommen. Du machst dir damit dann nämlich auch die Stifte nicht kaputt, sondern die Farbe ist einfach komplett abgegeben und danach kannst du wieder normal weitermachen. Das ist die zweite Möglichkeit für Verläufe. Und als dritte Variante kannst du dann natürlich auch mit einem richtigen Aquarellpinsel oder einem normalen Pinsel und Wasser einfach arbeiten. Sprich, du könntest deine Farbe irgendwo abgeben, zum Beispiel auf dem Teller oder direkt auf dem Blatt und dann mit einem Wassertankpinsel oder auch einem richtigen Pinsel und eben entsprechend viel Wasser das Ganze dann aquarellieren. Dafür würde ich immer dickeres Papier nehmen, was trotzdem noch glatt ist. Das ist ein bisschen widersprüchlich, da gerade Aquarellpapier relativ rau ist und dann wieder nicht passend für die Brushpens. Das typische Hand-Lettering-Papier allerdings
für das Aquarellieren nicht so geeignet ist, da die Farbe relativ schnell trocknet und die Oberfläche das Wasser nicht so lange auf sich hält. Ein ganz guter Kompromiss an dieser Stelle ist meiner Meinung nach glattes Druckerpapier in bis zu 300 Gramm Stärke. Das ist nämlich ein bisschen, erlaubt dir ein bisschen mehr Spielraum, wenn es um das Thema Wasser geht. Und dabei kannst du jetzt ähnlich vorgehen und beispielsweise so arbeiten, dass du ein bisschen Farbe auf deinen Teller oder ähnliches gibst. Und diese dann mit deinem Wassertankpinsel oder auch mit deinem normalen Pinsel wieder aufnimmst. Und das Ganze könnte dann so aussehen. Und wie du siehst, setzt sich das Wasser dann nach und nach durch. Ich nehme neue Farbe auf und kann hier weiterschreiben. Und wenn ich keine neue Farbe aufnehme, dann wird das Ganze immer heller. So hättest du jetzt wieder nur eine Farbe, kannst das Ganze aber natürlich ergänzen, indem du andere Farben hinzufügst. Und wenn ich jetzt nochmal hier das Orange ein bisschen auftrage, kann ich das natürlich ebenso mit meinem Pinsel aufnehmen und hier in einen Buchstaben ergänzen. Und so kann ich dann auch mit Hilfe der Edding Brush Pens richtig aquarellieren und schöne Farbverläufe erzeugen. Und wenn man dann ganz verrückt ist, kann man auch noch andere Farben damit hinzufügen und wirklich beispielsweise ein dunkles Blau nehmen. Das funktioniert dann mit so einem Farbtank relativ gut. Ich werde jetzt hier einmal nochmal mit Rot anfangen. Das Ganze ein bisschen um Blau ergänzen. Also haben wir hier nochmal unser Hey. Jetzt nehme ich mir einfach mal das Blau auf und gehe hier nochmal über die Buchstaben. Und erzeuge dann eben so einen Verlauf von auch unterschiedlichen Farben. Und du könntest jetzt auch mit den Brush Pens wieder direkt darauf arbeiten oder anders wie nach Lust und Laune kombinieren. Wenn du das Ganze dann aber öfter machst und sehr viel mit Aquarelltechniken arbeitest, würde ich dir empfehlen, mit einem Farbtankpinsel oder einem richtigen Pinsel auf Aquarellpapier zu arbeiten. Und wenn du deine Brushpens als Hauptakteure hast und eben mehr auf dem glatten Papier unterwegs bist, dass du eben dann auf dieses raue Papier verzichtest. Was du mit den Stiften natürlich so erstmal nicht machen kannst, sind beispielsweise kleine Highlights innerhalb der Schrift. Das funktioniert einfach nicht, da das eben wasserbasierte Stifte sind, mit denen du nicht wirklich übereinander malen kannst. Sprich, selbst wenn du jetzt Weiß nochmal als Farbe hättest, könntest du nicht auf deiner Schrift nochmal drauf schreiben. Dazu brauchst du dann immer einen Lackmarker. Ich mache das hier mal als kleines Beispiel, mit dem du dann wirklich auf deiner Schrift nochmal kleine Highlights setzen könntest. So zum Beispiel. Das Ganze muss aber auch nicht sofort sein, sprich, schau dir erstmal die Edding Brush Pens an. Wie gesagt, von mir die absolute Empfehlung für Einsteiger und dann schau mal weiter, wie dir das Handlettering gefällt. Das war mein Review zu den Edding Brush Pens. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du die Edding Brush Pens schon benutzt, interessiert mich natürlich auch deine Meinung und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und einfach mal von deiner Erfahrung erzählst. Ansonsten wünsche ich wie immer ganz viel Freude beim Lettern und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!